Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars Battlefront, dem einzig wahren, naja, es gibt zwei andere, aber Drachenbursche ist mit dabei, hey! Und Len 16 ist natürlich auch noch mit dabei, es gibt nicht nur zwei andere, es gibt sogar noch mehr andere, es gibt ja noch die Teile für die PSP, aber die lassen wir jetzt mal weg. Ach, na, so schlecht sind die nicht, da kannst du teilweise mehr machen als in den richtigen, also als in denen hier, da kannst du vom Weltraum auf den Planeten fliegen und sowas, alles sind gar nicht so schlecht. Ja, und wir haben jetzt letztes Mal... Was haben wir letztes Mal gespielt? Welchen Modus? Beim letzten Mal haben wir Drop Zone Abwurfzone gespielt. So ist es. Dieses Mal ist Druidenalarm da. Das Ziel sozusagen. Und die Beschreibung lautet: Auf dem Planeten befinden sich drei Druiden, um die Rebellen und imperiale Truppen kämpfen müssen. Wer zuerst alle drei Druiden unter Kontrolle bringt, gewinnt. So schaut's aus. Capture the Droid oder so. Genau. Und zwar alle gleichzeitig. Und wir alle haben gleichzeitig verloren. Wow. Wir haben verloren? Guck dir das doch an! Oh, guck dir also das doch an! Zwei haben sie schon. Ja. Aber es ist auch Sallust. Das kann. Oh, ich hab C aufgehalten. Schön. Das wäre genial gewesen, wenn wir direkt verloren hätten. Aber es ist Sallust. Da kann man ja eh nur verlieren, Alter. Ja. Du bist so ein Anti-Sallust. Ja, Sallust kann. Der Kader kann nicht. Ah, ich nicht. Ich bin schon wieder tot. Ich geh mal wieder mit dem E11er rein. Was war das gerade für ein Geräusch? Tenite-Rap, was? War das Geräusch gerade bei dir? Welches Geräusch? Da war gerade so ein Geblubber. Nee, ich dachte, das wäre der Voice-Chat erst, aber... Blub. Das sind die Gonks. Oh, der steht in der Luft. Gonk-Druiden. Der macht doch so Gonk. Machen die doch eigentlich. Ja. Sag Gonk, sag Gonk. Gonk. Nicht du, der Druide. Len, schau dir einfach zu, wie der andere stirbt da drüben. Oh, Druiden übernommen. Schön. Ich wollte Gonk hören. Gonk? Au! Oh, nicht schon wieder von der Seite von irgendwo, wo ich nicht sehe. Ach. Nee. Die Karte ist verflucht. Ich hab dich gerecht. Ja, schön. Geschehen. Ein mathematischer Freund. Ah! Was? Mathematischer Freund? Gerecht? Wegen Recht. Nennen. Ja, Freund des Laubes. Ja. Rächen. Das wäre. Was erlaubst du dir? Ja. Oh Mann, explosiver Schuss, kannst mich sonst nicht killen, ha? Ja, das können sie gut, explosiver Schuss. Aber wann kriegt man den? Keine Ahnung, ich werde ihn aber auch nicht nehmen. Den nehme ich instant. Der regt mich auch richtig auf. Alter, ich habe Matsch an den Schuhen. Das ist aber schade. Du auch. Wie siehst du das? Wir schauen mich doch an. Ich übernehme den letzten Droiden. Verteidige dich. Schau mich doch an. Schau mich doch an, da, überall. Ja, ich seh's ja. Ah! Too much. Ups, ich bin in ein Loch gefallen. Ah! Ach, verdammt, nicht getroffen mit der Rakete. Oh, oh, die kommt gut. Die kam sehr gut. Nee. Ich bin weg. Ich bin tot. Ich hab das Infanteriegeschütz gestellt und dann bin ich einfach weg gewesen. Diese Map bringt einfach Unglück. Die Rebellen erbeuten den letzten Boden. Ach Mann, oh. Oh Mensch. Hab ich mal schon. Bringt mein Geschütz wenigstens noch was? Nee, bringt auch nichts. Die nehmen unten uns gerade unseren Druiden wieder weg. Wollte ich gerade anmerken. Was? Die nehmen uns unten unseren Druiden, wollten sie uns wegnehmen. Habe ich nur von oben gesehen gehabt. Ja, na, nicht schon wieder von irgendwo. So, jetzt müssen wir noch B einnehmen. Jawohl. Ich nehme einen anderen Blaster wieder. Sagte er und nahm doch wieder den gleichen. Tja. Old habits die hard. Nö. Übernahme läuft. Nein. Ah, wir müssen B wieder übernehmen. Droid übernommen. Droid. Aua. Droid. Sagen die echt Droid? Was? Ne, passt schon. Droid. Gut. Ich sterb einfach mal lustig. Tu das. Nee, ich bin gar nicht explosiver Schuss kann mir gar nichts. Bin hingerannt, hab den Druiden erobert und dachte, ich sterbe dann natürlich auch instant. Oh, Teile den Moment. Hey, da ist niemand, der außer mir Subjective gespielt hat. Schön. So geht's natürlich auch. Ich wurde nicht mal behelligt beim Druiden erobern. Tch. Ja, Len, jetzt drängen wir es aber zurück hier. Kaum sind wir da, dreht sich das Spiel. Ah! Local Chief. Ah, böser Mann. Ja.
Dome 1, 2, 3, 4, 5, sonst was ist genauso böse. Hm. Wenn nicht sogar noch böser. So, einmal einnehmen. Danke. Ich hab's gewusst, dass die gerade hierher kommen. Ich hab's im Urin gespürt. Nein, nein, nicht zu dritt. Zu dritt, Len. Zu dritt kommen die daher. Sollen sie doch mal lassen. Hey, ich komme raus beim Len und werde sofort angeschossen. Ist gefährlich, beim Len rauszukommen, ich merke schon. Ja, von mir ist Action. Action, Action, Action. Ach, ach nee. Da weißt du, da erschießt du einen, gehst in Deck und kommt von der Seite wieder einer. Die sind einfach. Nee, diese Map ist doof. Ah, Sperrfeuer. Hab ich dir schon mal erwähnt, dass die Map doof ist? Druide übernommen, schön. Für Drachenbursche ist alles doof, womit er nicht klarkommt. Ja. Die Map gehört eindeutig zu den Dingen, mit denen ich nicht klarkomme. Und zwar gar nicht. Wir verlieren A. Und ich bin in einem Loch gefangen. Das ist bitter. Kommst du wieder raus? Ja. Du bist ein Jump. Ah, aber da ist ein Gegner, natürlich. Ah, von allen Seiten. Nein! 6 zu 11, Len. Ich geh raus. Das geht so nicht. Diese Map ist... Das ist heul doch. Nee. Ja, davon wird die KD ja auch nicht besser. Ich bin schon wieder tot. Nee. Dann stirb halt nicht. Ja, wie denn? Ja, wo ich hingehe, es sind immer mehr als einer da. Oder wenn ich mit einem kämpfe, kommt einer von hinten und erschießt mich. Das ist einfach, diese Map ist unberechenbar und doof. Kannst du immer wieder betonen. Ich bin froh, wenn wir von der Map runter sind. Das ist es. Letzter Droide geortet. Übernahme einleiten. Haltet die Augen nach Rebellen auf. Yee! Oh! Nur weil er zu dumm ist, einen Thermalimploder zu schmeißen, bin ich jetzt gestorben. Ja. Oh, Drachenbursche ist schon wieder gestorben. Nein. Muss der Controller wieder dran glauben? Nö, nee, das ist nicht FIFA. Hier kann ich mich noch etwas beherrschen. Aha. Noch. Aha. Es kommen ja bald wieder andere Maps, deswegen geht es dann aha schon. Aha. Das ist nur ein Hass gegen die Map. Bringen den Droiden unter Kontrolle. Das ist kein gutes Vorzeichen für Episode 7. Ah, die Map habe ich in der Beta schon nicht gemocht. Man weiß nicht wirklich, wie lange man auf Salos ist in Episode 7. Ja, hoffen wir mal nicht so lange. Salos ist ein cooler Planet, meine Güte. Da ist nix. Ist einfach nur grau und Lava und blau und Bälle und Eis. Ja, aber es ist das Heim der Solosizianer. Oh. Yeah. Verdammt. Okay, ich glaube, wir sind am Verlieren. Woran das bloß liegt. An dir mit deiner negativen Einstellung. Ah, in 20 Sekunden haben wir verloren. Jawohl, dann sind wir von der Map weg. Ich hab's eingenommen. Verdammt. Ich lass das nicht zu. In doch, zwei Minuten. Len. Zwei lass Minuten haben wir eh verloren, wenn dann wir jetzt nichts einnehmen. Nee, lass mal, Len. Einen brauchen wir nicht. Sie sind in der Überzahl. Und tot bin ich. DL44. Ups. So. Oh, ich hätte mein Schild doch anmachen sollen. Meine Annäherungsgegner hat jemanden getötet. Das ist doch schön. Ich kann Orbital-Strike machen. Na, du. Dich habe ich zu zweit schon wieder. Ja, yeah, natürlich. So. Eine Lebensenergie hat er noch. Er hat eine Lebensenergie. Eine. Nicht zwei, nicht drei. Eine. Und tot bin ich. Jawoll, ja. Kill. Oh ja, wir haben zwei eingenommen. Schaffe ich 20? Komm. Ich schaffe 20 mal zu sterben. Da geht eine 2 vor der 0. Versuch doch die Teile einzunehmen. Oh ja. Einfach nur die Teile einnehmen. Oh, tot bin ich. Egal. Das macht aber keinen Spaß, wenn ich sterbe. So. Au. Nehmen wir wieder die andere Waffe. Die Waffe bringt es auch nicht. 33 Sekunden. Jawohl, ja. Gleich ist vorbei. Der Kack. Ein explosiver Schuss geht mir so am Arsch vorbei. Hey, Droide, nicht bewegen. Und tot bin ich. DL44. Ist das geil. Ich bin in keinem Match so schlecht gewesen bisher. Das ist echt mit Abstand mein schlechtestes Match, das ich je in diesem Spiel gehabt habe.
Und wieder tot. DL44. Ist das schön. Komm, da geht gleich nochmal was. Komm, wo ist ein DL44er? Ah. Und tot. DL44. Ist das geil. Ist das gut. Komm, da geht noch was. Komm, einmal sterben geht auf jeden Fall noch. Ah, komm. KD richtig schön kaputt machen. Da ist noch einer. Komm mal ein bisschen KD hier. Ja, voll. Das war natürlich nur ein Assist. Ist ja klar. Und was bist du? Du bist immerhin mal ein Kill. Tja. Ah. Das gewinnen wir noch. Ja. Ah, und tot. Wie steht's denn mittlerweile? Ja, 8 zu 22. Schönes Ding. Alter. Und tot bin ich. DL44. Nein, hör auf mit deinem verdammten explosiven Schuss. Der ist nervig. Jawoll. Endlich ist die Map vorbei. Alter, bist du endlich, ein... Endlich. Endlich. 8 zu 23. Ist das geil. Ah, runter von dem Kackplaneten. Na, ah, schönes Ding. Kann nur besser werden. Also bisher ist der Modus nicht meins, muss ich sagen. Ganz dezent ausgedrückt. Oh, ich bin 30 Punkte hinter dem besten Einsatzziel. Punkte. Siegbonus 500. Yay! Yeah. Ich habe Siegbonus bekommen. Oh, ja, verdient, oder? Weil wir nicht rausgegangen sind vielleicht. Das war dann wieder ein Sieg. Ich habe ein Druidenalarmspiel gewonnen. Okay, schön. Steht zumindest in meiner Statistik. Ja, das ist Len, weißt du? Der kriegt Punkte für was er nicht mal getan hat. Tja. Geh wieder auf den Elfer. Oder ich geh wieder auf den Elfer. Oder gibt's noch einen, der mehr Schaden macht? Der macht auch nicht mehr Schaden, der macht weniger Schaden. Nee, wir bleiben beim Elfer. So. Druidenalarm. Weiter geht's. Es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. In der Tat. Was nehmen wir denn? Hier unten ist Zoppenduster. Ach, nehmen wir den da vorne, der steht doch da schon so schön. Vorausgesetzt, den will nicht auch jemand anderes nehmen. Nö, nö. Nö, den darf ich ganz alleine nehmen. Übernahme läuft. Keiner da? Echt nicht? Jungs, wir haben hier einen Druiden hier, den müsst ihr uns auch wegnehmen. So. Wo bist denn du? Ich bin hinter dir, ich habe noch den Druiden ein bisschen verteidigt in der Hoffnung, dass da jemand kommt. Das war unsere Spawn-Seite. Ja, aber hier kommt irgendwie gar... Siehst du, der geht gleich gut los, der E11er. Double Kill, E11er, ich sag's halt. Ja, warum hast du den dann nicht auf Solis genommen? Hatte ich ja gehabt am Anfang, aber dann hat es nicht damit funktioniert, dann habe ich was anderes ausprobiert, damit hat es auch nicht funktioniert. Aha. Die imperialen Truppen haben nur noch einen Energiedroiden. Wir können diese Mistkerle... Nein! Na, dann schlagen wir die Mistkerle mal. Ah, warum habe ich keine Granate geworfen? Zwei Lebensenergie hatte sie noch. Das war knapp. Na, ah, den verlieren wir nicht. Der Sieg ist zum Greifen nah. Übernahme des letzten Druiden läuft. In der Höhle da vorne sind imperiale Truppen. Oh. Holy shit. Wo sind imperiale Truppen? Headshot. Oh, verdammt. Die kommen von überall. Überall. Mhm, überall. Weiß ich gar nicht, dafür, dass sie von überall kommen. Mhm. Na, hier oben ist gefährlich. Hier ist so freies Feld und hier campt bestimmt irgendwo einer. Ladung. Nee, keiner am Campen. Echt nicht? Haltet den letzten Druiden, kommt schon! Ja, so schnell kann sich das Blatt wenden. Sprengsatzkill. Hab mal wieder einen übernommen. Da ist ja auch schon der nächste, den wir übernehmen können. Ah, ärgerlich. Wäre zu vermeiden gewesen. Ich muss mich wieder dran gewöhnen, Granaten zu werfen. Oh, keiner. Rang 14 okay, das erreicht. Sind ein paar. Ich habe die Granaten noch geworfen, echt? Okay. Das Ding da vorne steht auch interessant. So, und am Einnehmen. Wir haben den letzten Ruinen gefunden. Gleich gehört er uns! Oh, come on, Local Chief! Wollte nochmal eine Explosion machen. Verdammt, von der Seite, von der Seite, von der Seite. Von der Seite? Ja.
Alter, explosiver Schuss ist so. Verteidigt den letzten Druiden! Unnötig. Macht schon! Warum? Annäherungsbombe. Oh oh. Nein, ich rutsche. Kritischer Kill-Assist. Warte. Hat das noch einer überlebt da? Ja, einer hat's überlebt. Hä, wie schnell? Ach, die L44. Klar. Was sonst? Ist das geil, das Teil. Das killt dich einfach viel schneller als jede andere Waffe. Ist keine Chance gegen das Ding. Ja, ja, du gehst. Ja. Nee, es ist so. Kein Ding. Man muss halt schneller sein. Ja, ich. Wie denn? Ich sehe ihn genauso schnell, wie er mich sieht, wenn ich in die, um die Ecke komme. Ah, nicht von der. Ah, kommen sie von der. Ah, unnötig. Ganz unnötig. Es geht gerade wieder steil bergab, ich merke schon. Nein, du. Oh, da sind einige da unten, gell? Aber werdet jetzt nicht gleichzeitig. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Wenn die bisschen später losgegangen wäre, die Granate. Dann hätte es Rabatz gegeben. Ja, hätte ich einen mit einem sehr weiten Granatenwurf erwischt. Aber es sollte. Nein! Ach nee, nicht schon wieder explosiver Schuss. Sammy, was tust du mir an? Okay, wir haben 18 Sekunden. Ah, okay, wir übernehmen gerade den einen. Das ist wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Hä, von wo? Er ist noch schön rein. Gut, wenigstens das. Ich hätte ein bisschen noch weiter weglaufen sollen, aber. Hat funktioniert, die Annäherungsmine. Bumm, tot. Ach, komm her. Aber das wechselt echt oft bei dem Spiel hier, wer führt. Der Droide ist handlos. Ja. Wir übernehmen ihn jetzt. Schon? Ja, doch schon. Ah. Immer so knapp. Ah. Explosive Serie. Ja, hier ist leider keine Serie bei mir, höchstens eine Todesserie. Nein, du. Hör auf! Voll auf. Unfair. In der Höhle sind beide. Oh. Property Heu. Ja, Länder ist einer dahinter irgendwo. Ja. Soll da meine Granaten doch zu spüren bekommen. Ich habe meine schon nach ihm geworfen, es hat nicht ganz so funktioniert, wie es mir vorgestellt. Oh! Das ist so nervig. Nein, ich bin nicht mehr davon gekommen. Nein, nicht schon wieder selber. Nein, gehe ich genau in dem falschen Moment in Deckung. Ah, ist das kacke. Tch. 6 zu 9. Ah. Probier mal andere Sachen als Granaten aus. Nee. Nee. Hab ich ja. Jetpack. Ich bin wow. Power. Ich bleib bei meinen Leichen. DL44. DL44. 1 Meter Entfernung, keine Chance. Nicht der Hauch einer Chance. Das Imperium. Müssen wir die Shotgun mehr kaufen. Damit hat man vielleicht eine Chance gegen den DL44 in den engen okay, Räumen. Das können wir nicht mehr holen. Bin mir ziemlich sicher. Nein, nicht der Droide. Lauf doch weg. Toll. Ich laufe von Droiden weg. Komm von der anderen Seite ändern und schießt mich. Eins. Schade. Der Modus ist nicht gut. Das ist ein Unglücksmodus. Hat man sich so eine schöne KD wieder aufgebaut und dann geht die so runter. Klar liegt am Modus. Liegt nur am Modus. Und am DL44er. Und an Dommer 12345. An dem liegt's besonders. Oder an Dome. Na, zumindest bin ich Stufe 14. Schuldzuweisungen kann ich. 23.000 brauche ich wieder für die nächste Stufe. Ja, bis ich den DL44er habe. Da hat Howard das noch lange. Wie, ich krieg keine Siegpunkte-Bonus wie der Len16 letztes Mal. Gemein. Hast du beim letzten Mal nicht bekommen oder hast du nicht drauf aufgepasst? Ich glaube, ich habe nicht drauf. Oh, eine neue Waffe gibt's. Blasterpistole. Ah, reicht das Geld nicht. Ideal für Nahkampf. Blasterpistole? Ja, SE-14C. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich, welche Waffe das ist. Eigentlich auch ganz nett. Ah, ich glaube, hole ich die mir, hole ich mir die Shotgun. Auf die Distanz ist die halt überhaupt nichts.
Der Part von Star Wars Battlefront ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Natürlich würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, dann wirst du nämlich in Zukunft kein Video mehr von mir verpassen und es lohnt sich auch immer einen Blick auf meine Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten zu werfen. Dort bekommst du immer die neuesten Infos zu mir und meinem Kanal. Die Links zu den Seiten und natürlich auch zum Kanal vom Len16, der Star Wars Battlefront hier mit mir spielt, findest du in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.